Willkommen bei Gartenbob. Heute mal Pflanzen nicht zu früh kaufen und auch nicht zu früh aussehen. Wir gehen jetzt ins fünfte Jahr, wo ich festgestellt habe, dass die Veränderung des Wetters irgendwo, ja, ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommen, da enthalte ich mich mal der Stimme, aber wo wir vom März bis im Mai rein Nachttemperaturen haben, die schon im Minusgradenbereich gehen. Ja, das ist jetzt das fünfte Jahr, wo jetzt das passiert ist. Und wenn man jetzt aber auch die Pflanzsaattüten guckt, da steht zum Beispiel Aussaat schon im März. Das kann man sich eigentlich sparen, weil die meisten dieses Saatgut keimt sowieso erst bei Temperaturen ab 10 Grad. Gut, bei Radieschen, Spinat, da kann das schon ein bisschen anders aussehen. Man sollte nicht so früh aussehen, ja, weil die Wildpflanzen, die wachsen dann drüber weg. Dann fängt man an, wieder hackt vielleicht einmal mehr und dann hackt man vielleicht schon seine kleinen Keimlinge von Murium-Saat jetzt, die jetzt noch nicht so groß sind, mit weg. Also abwarten, bis die Temperaturen, sagen wir mal, konstant durch nachts nicht mehr so weit unter 10 Grad fallen. Und schon gar nicht im 0- oder Minusgradbereich, wie das bei uns hier über Nacht jetzt war. Und es geht ja jetzt die nächsten Tage so weiter. Das ist aber wetterbedingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nachgucke, nach unseren Durchschnittstemperaturen beim Wetterdienst, dann komme ich auf einen ganz anderen Temperaturenbereich als hier bei uns im Garten. Ja, also ich kann mich danach nicht richten. Kann ich als Tipp geben, guckt einmal nach den Wetterdaten von den Wetterdiensten, die angeben, die Durchschnittstemperaturen oder beim Wetterbericht. Und dann guckt mal auf euer eigenes Thermometer. Früh morgens, wenn man aufsteht. Man muss ja nicht gleich rausgehen, wie ich das mache. Man kann ja auch durchs Küchenfenster aufs Thermometer gucken, da wo eins ist. Ja? Also auch die Pflanzen, ob es Dekopflanzen sind, also die Dauerblüher, die Sommerblüher, nicht zu früh kaufen. Ja? Oder manche Märkte bieten schon Tomatenpflanzen an jetzt. Ja, man muss die dann auch unterbringen. Nicht jedes Gewächshaus ist beheizt oder hat eine Gebäudewand als Rückwand, die Wärme ausstrahlt. Ja, wer natürlich selber anzieht, der kann das steuern, wer jetzt in der Wohnung anzieht. Ja, oder im Keller mit den Pflanzenleuchten zum Beispiel. Also nicht zu früh kaufen jetzt. Schlecht ist es für die alle. Ja, das passiert bei uns hier, wo ich hier wohne. Entweder ich kaufe, wenn sie da sind. Ja, wir haben dann auch bloß noch einen Markt, der komplett alles, der schiebt die Regale einmal raus zum Verkauf und wenn sie alle sind, sind sie alle. Ich kann also von wegen nach einem Eishelien zum Beispiel, kriege ich nicht eine Tomatenpflanze mehr. Ja, gibt es dann auch manchmal in anderen Märkten, aber das sind dann Gurken, die könnte man eigentlich gar nicht mehr pflanzen, also krumm und schief, das ist dann, ja. Wir haben uns also einen Markt gesucht, der weiter weg ist, wo man dann auch nach einem Eishelien kaufen kann und da das ja 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück, machen wir daraus schon eine ökonomische Fahrt. Entweder kaufen dann alles gleich mit einmal für den Gartenbereich oder schauen dann eigentlich gleich nochmal woanders hin, dass sich das lohnt. Also nicht, dass man sagt, ich wegen 6 Tomatenpflanzen zum Beispiel fahre ich 100 Kilometer, also 50 hin, 50 zurück. Das muss jetzt nicht sein. Also ich kann das bloß empfehlen. Denkt mal über die letzten Jahre rückwirkend nach. Ja. Vor vielen Jahren war das üblich, da konnte ich noch im März schon alles aussehen. Das ist okay gewesen. Das heißt, bis zum Eishelien waren die Pflanzen dann auch stabil. Gut, wer jetzt mit Folietunneln arbeitet und Abdeckungen. Aber es ist nicht gesagt, dass die Pflanzen das trotz Folgeschutz nicht doch Kälte reinzieht. Und wenn die Pflanze erst einmal einen gekriegt hat, sag ich mal so einen Kälteschock, dann dauert es eine Weile, ehe sie wieder aus den Gängen kommt oder wächst gar nicht mehr weiter. Ja, so, das war es eigentlich. Und immer dran denken, wie jetzt der Wetterbericht sagt, ja, deutschlandweit gerade zum Beispiel oder dauert Minustemperatur nachts an, das müsste alles ein bisschen berücksichtigen. Und die Termine auf den Saatguttüten, vielleicht haben die Hersteller bloß vergessen, das mal zu ändern und einfach bloß einen Monat nach hinten zu schieben. Allerdings muss ich jetzt wieder sagen, wir können dann bis im November rein dann gärtnern. Ja, also dann auch noch ernten. Das hat sich alles bloß verschoben. Und ob das nur ein oder zwei Monate ist, ne, so pingelig bin ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir ernten dann bis Ende Oktober, November, so bis im Dezember habe ich sogar noch Tomaten allerdings im Gewächshaus geerntet. Ja, also nicht zu früh kaufen. Bis zum nächsten Mal.